Gerade erst hat die reale Zeit die Ereignisse von Avengers Endgame, dem Battle of Earth, zeitlich eingeholt, denn ja, das war im Oktober 2023, kommen uns immer und immer mehr schlechte Nachrichten aus dem MCU entgegen. Als jüngstes Beispiel davon sehen wir den Produktionsstopp von Daredevil und nicht nur das, sondern das Feuern der Autorin und den Neubeginn des Scriptings und danach Drehens, obwohl ein großer Teil des Beginns dieser Serie bereits abgedreht und geschnitten wurde. Der Grund dafür: Kevin Feige hat sich die ersten drei Folgen von Daredevil angeschaut und war entsetzt. Das ist nicht Daredevil, das ist nicht das, was wir erzählen wollen, und das ist nicht das, was diese Figur ausmacht. Heute möchte ich euch einmal darüber ein bisschen was erzählen, was bei Marvel Studios gerade so abgeht, was wir in Zukunft potenziell erwarten können und warum Daredevil jetzt eigentlich neu von vorne anfangen muss zu produzieren, was daran eigentlich so schlimm war in Kevin Feigys Augen. Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory und damit herzlich willkommen zu diesem quasi Breaking News Video auf Nerd Factory. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, aber zum Beispiel auch Folgenbesprechungen zu Loki sowie spezielle Videos zu einzelnen, vielleicht etwas verwirrenden Elementen der Serie, dann abonniert doch jetzt diesen Kanal und lasst doch einen Kommentar da, in dem ihr sagt: Mensch, das mit dem Teufel, das ist ja verrückt, dass die das einfach falsch gemacht haben und jetzt wieder von vorne anfangen müssen. Na sowas. Aber genug davon und rein in das Video. Daredevil Born Again sollte das wortwörtliche Wiederbeleben der Daredevil-Franchise von Netflix sein. Nicht nur den Schauspieler Charlie Cox hatte man mit an Bord, sondern auch den Kingpin DeFornio, heißt er, glaube ich, der seine Rolle wieder vertreten sollte. Es versprach, ein Spektakel auf Straßenebene des MCUs zu werden. Und Kevin Feige preiste dieses letztes Jahr an als eine neue Seite des MCUs, die eben nicht ganz so spektakulär und kosmisch ist wie der Rest, sondern sich eben auf dem Street-Level befindet und auch Spider-Man und Co. mit in diese kleine Gruppe der Street-Level-Helden bringen sollte. Hey Abenteurer, habt ihr auch Lust, unterwegs oder abends im Bett dunkle Verliese zu erkunden und spannende Kämpfe zu erleben? Dungeon Hunter 6 ist dein Ticket zu actiongeladenen Abenteuern und epischen Schlachten. Bosse nur zu besiegen ist erst der Anfang. Sammle nicht nur jede Menge Loot und Erfahrung, sondern rufe bis zu drei Bosse für dich auf das Schlachtfeld und lasse sie fette Kombos abziehen. Du kannst dich sogar in diese verwandeln für ultimative Power im Late Game. Über 100 einzigartige Bosse warten im Spiel darauf, von dir besiegt und auf deine Seite geholt zu werden. Dungeon Hunter 6 fährt außerdem mit großartigen und kreativen Mechaniken auf. Verwandle dich zum Beispiel in eine Katze für Stealth-Missionen oder reite fantastische Kreaturen, um ein edles Gefährt unter dir zu haben, wenn du andere Spieler triffst. Noch dazu sind die Animationen, generelle Optik und Grafik der Character Designs ein echter Augenschmaus für Fantasy-Fans. Und seien es die weiteren Features wie Echtzeit-Gildenkriege mit deinen Gildenmitgliedern, die Möglichkeit, verschiedene Builds mit einer Vielzahl von Fähigkeitsbaumoptionen zu testen, Items im Auktionshaus zu handeln und. Dungeon Hunter 6 ist das perfekte Spiel für die Hosentasche, wenn man mal ein abwechslungsreiches Spiel für seinen Alltag haben möchte, was man überall auf seinem Handy einfach spielen kann. Bock auf das volle Abenteuer? Dann schnapp dir jetzt Dungeon Hunter 6 über den Link in meinem Kommentar und erlebe endlosen Spielspaß. Nur über meinen Link oder durch das Scannen dieses QR-Codes erhaltet ihr außerdem ein spezielles Starter-Pack im Wert von $50 mit 10 Summoning Scrolls, dem SSR Lieutenant Demonic Wolf und einem Accessory-Pack. Und wenn ihr jetzt direkt mitmacht, habt ihr sogar die Möglichkeit, ganz besondere Preise wie zum Beispiel ein iPhone oder eine PlayStation 5 zu gewinnen. Die ersten Bilder der Produktion zeigten uns schon diverse Optiken von Charlie Cox wieder zurück in seinem Suit als Matt Murdock. Doch findigen Zuschauern ist dort aufgefallen, dass er immer nur in seinem Anzug zu sehen war, also in seinem Anwaltsanzug. Und tatsächlich war es auch so, dass bereits bevor die Schauspieler und die Autoren in den Streik traten, die ersten drei Folgen grob schon abgedreht waren. Oder zumindest ein Großteil davon. Gleichzeitig wurde im Internet die ganze Zeit diskutiert: Was ist denn mit Daredevils Kumpanen aus der Netflix-Serie? Was ist mit Karen? Was ist mit Foggy? Eine sehr, sehr wichtige Gruppe von Leuten, dieses Trio in der Serie. Wie wird das jetzt umgesetzt? Die Schauspieler selbst wussten überhaupt nichts davon. Die wurden nicht gefragt oder irgendwie gecastet. Manchmal weiß man nicht, ist das wahr, ist das nicht wahr. Oft sagen Schauspieler das auch einfach nur, um eben keine Spoiler rauszugeben oder versehentlich Spoiler rauszugeben. Doch gerade in diesem Fall war das wohl
tatsächlich der Fall. Denn ja, jetzt, nachdem der Writers-Streik vorbei ist und die Autoren sich geeinigt haben, und darüber rede ich auch gleich noch, hat Kevin Feige sich diese ersten abgedrehten Sachen einmal genauer angeschaut und festgestellt, das ist der größte Müll, den er jemals gesehen hat. Vielleicht hat er es nicht unbedingt so formuliert, aber Sachen wie, dass Daredevil nicht das war, was Daredevil in den Comics ist, dass das auch keine ordentliche Fortsetzung der Storyline aus der Netflix-Serie sei und dass dieser Daredevil absolut nicht den Helden verkörpert, um den es sich hier drehen soll, sind unter anderem Sätze, die da wohl gefallen seien. Kevin Feige ordnete also sofort an, die Produktion zu stoppen, entließ die Autoren, in dem Fall waren es zwei, in eine andere Position, und zwar die Executive Producer Rolle. Und wer so ein bisschen sich auskennt mit der Materie, weiß, Executive Producer haben im Grunde, die stehen halt in den Credits, weil sie irgendwie dran mitgearbeitet haben, aber im Grunde haben die nichts zu sagen und beeinflussen auch nichts von der eigentlichen Storyline. Es werden jetzt also neue Autoren gesucht, passend zu dem Deal, den auch Disney ja jetzt mit unterschrieben hat, dass solche Produktionen einen Writers Room braucht, wo mehrere Autoren zusammensitzen und Storylines miteinander abgleichen, Ideen brainstormen, um eben den bestmöglichen und effektivstmöglichen Weg zu fahren, ihre Storylines zu erzählen. Diese werden dann auch daran beteiligt, wenn es einen Streaming-Erfolg gibt, beziehungsweise was die Einnahmen des Streamings sind, werden auf die Autoren ebenfalls mit aufgeteilt. Das sind also gute Entwicklungen, die nach dem Autorenstreik jetzt hier sich vollzogen haben. Das bedeutet aber auch, dass aktiv laufende Produktionen komplett umgekrempelt werden müssen, so oder so. Wenn man dann noch hier reinschaut als der Chef und das Hirn des MCUs Kevin Feige und feststellt, dass die Autoren vorher den größten Müll abgeliefert haben, dann ist das natürlich eine perfekte Chance, um einfach alles neu umzukrempeln und von vorne anzufangen. Aber warum fängt Kevin Feige hier jetzt von vorne an? Was hat er da gesehen? Was sind Elemente, die so schlimm sind? Nun, einige Insider haben das geleakt und mit der Presse darüber geredet, was denn eigentlich die ersten 3 bis 4 Folgen von Daredevil Born Again so gezeigt haben. Nur um das ganz kurz zusammenzufassen, in Daredevil Born Again V1, sage ich mal, in der Version, die bisher existierte und jetzt gescrapped wurde, war Matt Murdock der Anwalt. Das war's. Er war ein Anwalt, der verschiedene Legal-Drama-Dinge getan hat. Er hat Anwaltsdinge getan, Gerichtsprozesse gemacht. Und das waren zugegeben sehr, sehr coole Elemente der Daredevil-Serie auf Netflix. Aber das ist ja nicht Daredevil. Daredevil ist eben genau diese Mischung. Es ist der Anwalt, der eben aber auch der Vigilante ist, der durch die Stadt zieht und Leute zu Klump kloppt. Und dadurch auch ein bisschen mehr Wissen für seinen Anwaltsposten hat und umgekehrt. Ja, Daredevil soll in dieser Serie zum allerersten Mal erst in der 4. Folge aufgetreten sein und davor seinen Anzug, den Superheldenanzug, an den Nagel gehangen haben. Was interessant ist, weil das letzte Mal, als wir ihn sahen, war er ja ein sehr lustiger und freudiger Daredevil. Nicht ganz so depressiv wie in beispielsweise The Defenders und war in Los Angeles auf einem kurzen Trip und ist gerade wieder auf dem Rückweg gewesen. Es versprach uns einen etwas mehr quirkigen Daredevil, den wir ähnlich ja auch in den Comics kennen, der hier und da mal Sprüche ablässt, ähnlich wie Spider-Man. Das ganze Problem, was aber die Autoren damit gesehen haben, ist, dass er vielleicht etwas zu glücklich ist als dieser Superheld und sie doch einfach mal für 4 Stunden diesen Superhelden nicht auftreten lassen, weil Matt Murdock depressiv ist. Weil Matt Murdocks bester Freund Foggy und Karen, seine Kollegin, die ein extrem wichtiger Part für seine Comic-Storyline sowie auch die Serien-Storyline sind, erschossen werden in der 1. Folge. So wie es aussieht, offscreen. Die Schauspieler wurden scheinbar nie gecastet, werden direkt getötet offscreen und Daredevil hängt seinen Anzug an den Nagel. Nun, zugegeben, es gibt Storylines in den Comics, wo Daredevil auf die ein oder andere Art und Weise aufhört, Daredevil zu sein. Doch eine neue Serie, damit zu beginnen, dass Daredevil nicht Daredevil ist und das 4 Stunden lang aufrechtzuerhalten und 2 der wichtigsten Personen aus seinem Leben herauszuschreiben, weil man die Leute nicht casten wollte oder warum auch immer, ist eine dumme Idee. Und das sieht eben auch Marvel Studios Chef Kevin Feige so. Falls ihr euch fragt, in den letzten Jahren
hat Kevin Feige sich ein bisschen weiter zurückziehen müssen aus den wirklich produktionstechnischen Dingen. Und das ist vermutlich auch das, was wir in den verschiedenen Elementen der Storylines gesehen haben. Dass nicht mehr alles so krass verknüpft und durchdacht war, wie wir das vielleicht gewöhnt waren. Und ja, der Devil Born Again ist nur ein weiteres Beispiel für ein bisschen eigenartige Konzepte im Writing, die einfach umgesetzt wurden und es tatsächlich bis zum Dreh schafften. Nun ist der Plan von Kevin Feige, ein neues Autorenteam zusammenzustellen, was sowieso notwendig ist, ein Writer's Room zu erschaffen und dann die ganze Serie noch einmal neu zu konzeptionieren und neu zu schreiben und nur Elemente von dem bereits gedrehten zu benutzen. Denn wie gesagt, die ersten 4 Folgen waren primär Legal Drama, wo Matt Murdock verschiedene Gerichtsprozesse durchlebt hat. Und diese Gerichtsprozesse werden wir sehr wahrscheinlich wohl weiterhin in der Serie dann haben. Mal sehen, ob wir das dann überhaupt erspähen können, wenn die Serie irgendwann, wann auch immer, erscheint. Ein weiteres Problem ist, dass Disney sich zwar mit den Autoren geeinigt hat, mit den Schauspielern haben sie aber ganz abrupt den Gesprächstisch verlassen. Denn die Schauspieler haben auch gefordert, beteiligt zu werden an den Einnahmen. Und in dem Fall war es 25 Cent, glaube ich, pro Disney Plus Abo, was abgeschlossen wird wegen einer neuen Serie. Das kann man ja verfolgen. Das würde nach den groben Berechnungen zu 800 Millionen Dollar im Jahr circa für eben die komplette Produktion bedeuten. Und das sahen die Producer als unökonomisch. Wenn man bedenkt, was teilweise Budgets für diese Filme sind und was für Einnahmen bei den Filmen gerade reinkommen, und dass Disney Plus zwar vielleicht nicht das größte Geld der Welt macht, aber Disney als solches sehr viel Geld hat, ist das eigentlich schon lächerlich, dass die Producer sich hinstellen und sagen, nein, das ist uns zu viel Geld. Und da muss ich nochmal dazu sagen, es geht nicht nur um Disney Plus, es geht natürlich auch um Netflix und alle anderen Plattformen, die in dieser Streaming-Ecke eben aktiv sind. Da ist Sony dabei, da ist Warner dabei. Also das ist wirklich ein, die verhandeln mit allen großen Studios, die irgendwie in der Produktion von Streaming und Filmen beschäftigt sind. Und nun ist Marvel Studios also auf der Suche nach neuen Autoren, denn wie gesagt, drehen können sie jetzt sowieso nicht. Nicht so lange die Schauspieler weiter streiken und diese streiken so lange weiter, wie die Studios nicht auf ihre Forderungen eingehen und wirklich einfach dreist den Verhandlungstisch verlassen haben von einem Tag auf den anderen. Aktuell sind die Streikposten der Schauspieler in Hollywood tatsächlich voller denn je, gerade wegen dieses abrupten Rückzugs der Studios. Es sieht also schwierig aus. Ob wir Daredevil Born Again überhaupt noch bekommen werden, ist jetzt schon wieder eine Frage, die auf dem Tisch steht. Nichts ist mehr sicher. Dinge, die angefangen wurden zu produzieren, werden komplett verworfen und neu begonnen. Das könnte ein positiver Part sein, das könnte ein negativer Part sein. Es könnte bedeuten, dass wir das gar nicht mehr sehen und die Serie einfach hingeworfen wird. Es könnte sein, dass wir jetzt eine richtig gute Version dieser Serie bekommen und gerade nochmal Glück hatten. So richtig genau definieren kann man es leider nicht. Ein Fakt ist aber, dass sich langsam herauskristallisiert, was das Problem mit den Disney Plus Produktionen auf Marvel und auf Star Wars Seite wohl sein könnte. Es gibt keine Pilotfilme, es gibt keine Pilotfolgen, es gibt keine Konzeptfolgen, die produziert werden, um sie zu sehen von den großen Producern der Studios und dann zu sagen, ja, wir machen den Rest der Serie auch. Und diese fehlenden Produktionen, die Tatsache, dass sie Konzepte schreiben und einfach drauf losproduzieren, ohne wirklich vorher darüber zu schauen, offensichtlich hat Kevin Feige jetzt erst realisiert, wie absurd die Daredevil-Serie ist, obwohl sie schon längst in Produktion ist. Gerade diese Elemente bedeuten, dass Marvel Studios als Produktionsfirma unter Disney definitiv ein paar Sicherheitsebenen noch einbauen muss in den nächsten Jahren, um zu garantieren, dass ihre Produktionen einen höheren Qualitätsstandard bekommen. Der höhere Qualitätsstandard könnte jetzt natürlich auch mit den neuen Zugeständnissen zu den Autoren kommen, da diese potenziell in den letzten Jahren vielleicht auch einfach nicht mehr so hart gearbeitet haben, weil sie eben nicht so gut bezahlt wurden, wie sie das eigentlich verdient hätten und jetzt auf jeden Fall eine größere Chance haben. Und jetzt eben die Chance haben, für ihre qualitative Arbeit auch angemessen bezahlt zu werden. Das Ganze ist ein gewaltiges Chaos. Wie sich das weiter gestaltet, was mit den anderen Serien ist. Ja, von Echo haben wir schon lange nichts mehr gehört. Was ist mit Ironheart? Das ist seit einem Jahr abgedreht. Ja, letztes Jahr im Herbst und Winter wurde diese Serie fertiggestellt.
Wir hören nichts mehr davon. Sie sind von den Release-Schedules verschwunden. Die Schauspieler streiken weiterhin. Das heißt, es gibt auch nicht wirklich Promo dafür. Und The Marvels, der nächste Marvel-Film, der jetzt nach Loki herauskommt, hat schlechtere Voraussagen als Black Adam oder The Flash. Also, wer weiß, was hier jetzt alles passieren wird, wie sich das alles weiter gestalten wird. Was denkt ihr denn? Was ist eure Meinung? Findet ihr es gut, dass man bei dieser Serie jetzt den Stöpsel gezogen hat und gesagt hat, nee, wir fangen nochmal von vorne an, das wird nichts? Oder glaubt ihr, dass das zu nur noch mehr Chaos führen wird und wir vielleicht eine okaye Serie bekommen hätten und jetzt vielleicht gar keine bekommen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Und das ist am Freitag die Loki Folge 3 Recap zusammen wieder mit der lieben Nadja. Ansonsten könnt ihr da noch ein weiteres Video schauen. Das ist die letzte Folge, die wir besprochen haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Rinja hauen.